Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von EdgeTX und OpenTX Weekly und auch heute wieder mit ExpressLRS. Ihr seht das daran, ich habe den kleinen PWM-Empfänger hier liegen. Den benutze ich allerdings nicht als PWM-Empfänger. Wie in der letzten Folge gezeigt, habe ich den jetzt auch mal hier weiterhin an dem SBUS-Decoder mit 16 Kanälen angeschlossen und dann noch ein Servo hier, was wir später noch zur Demonstration brauchen, sodass wir alle 16 Kanäle einfach mal abchecken können. Gut, und ich habe meine FreeSky X12S hier liegen, auch wieder mit dem internen ELRS-Modul. Das werden wir uns dann nachher angucken. Aber zunächst muss ich euch ja verraten, worum es heute überhaupt geht. Und das ist ein Thema, was nach den letzten beiden Folgen, die ich gemacht habe, doch jetzt oft nochmal nachgefragt worden ist. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe mich da immer ein bisschen vorgedrückt. Ich habe immer so ein bisschen drumherum geredet. Das liegt ganz einfach daran, dass dieser YouTube-Kanal ja so ein bisschen auch ausgerichtet ist auf die Funktionsmodellbauer. Und es geht heute um ein Feature, wo sich wahrscheinlich die Funktionsmodellbauer regelmäßig am Kopf kratzen werden, was das ist und was das soll. Und das gucken wir uns heute mal an. Es geht bei ELRS. Geht es heute um etwas, was sich Switch Modes nennt. Auf gut Deutsch heißt das ja Schaltmodi. Und Achtung, liebe Funktionsmodellbauer, das hat überhaupt gar nichts damit zu tun, was ihr normalerweise unter Schaltfunktionen verstehen würdet. Also es geht überhaupt gar nicht darum, im Modell irgendetwas ein- oder auszuschalten oder etwas anderes zu steuern, sondern was damit eigentlich bei ELRS gemeint ist, ist eine bestimmte Art von Konfiguration, wie die einzelnen Kanäle des Senders, also die Sticks oder auch die sonstigen POTIs oder auch virtuelle POTIs auf dem Touchscreen oder auch natürlich die Schalter, wie diese Information übertragen wird und, das ist jetzt auch wichtig, was sie sozusagen auslöst im Empfänger. Also, ich würde mal hinschreiben, was bei den Switch-Modes auch verändert wird, könnten wir vielleicht so zusammenfassen, was mit den einzelnen Kanälen passiert bei der Übertragung. Oder sagen wir besser, wie sie auch übertragen werden. Da sind wir eigentlich schon beim Thema, denn was diese Switch-Modes oder was mit den Switch-Modes verbunden ist, weil nicht jede Kombination dann auch möglich ist. Das ist so etwas wie die Paketrate. Das ist also die Häufigkeit, mit der Datenpakete durch die Luft übertragen werden. Und das hat bei dieser LoRa-Funktechnik direkt etwas zu tun mit der Reichweite. Und der vierte Punkt, der mit diesen Switch-Modes dann auch wieder verbunden ist oder davon abhängt, genau wie die Paketrate, weil nicht jede Einstellung möglich ist, werden wir gleich sehen. Das ist die sogenannte Update-Rate, also wie oft pro Sekunde bekommen die Servos eine neue Position mitgeteilt, wenn sich das im Sender ändert. Wir sind es gewohnt von früher vielleicht noch, dass das mit 50 Hertz passiert, also alle 20 Millisekunden. Das muss aber nicht so sein. Also sagen wir mal hier die Update-Rate der Kanäle. Okay, das sind die vier Sachen, die mit diesen Switch-Modi zu tun haben. Genau. Alles ein bisschen kompliziert. Ich versuche das jetzt mal ein bisschen herunterzubrechen.
hauptsächlich natürlich für den Funktionsmodellbau. Ich könnte mir das Leben einfacher machen und könnte sagen, oh, vergesst das Ganze. Es gibt eigentlich nur einen einzigen dieser Modi, der für den Funktionsmodellbauer wirklich interessant ist. Aber trotzdem sollte man natürlich verstehen, was hinter dem anderen Kram sich verbirgt. Und dazu machen wir jetzt, obwohl ich das jetzt hier so hinlege, machen wir jetzt nochmal kein Live-Experiment, sondern ich hole erst einmal die Webseite von Express LRS hier auf den Screen. Und wir schauen uns das gewissermaßen erstmal theoretisch an. Zumindest will ich mal versuchen, die Information, die hier steht auf der Webseite von Express LRS, ein bisschen zu erläutern in recht einfachen, in einer recht einfachen Übersicht, manchmal etwas zu vereinfachend. Das mögen mir die Kenner nachsehen, aber es geht, wie gesagt, erstmal nur um einen Überblick. Ich gehe hier mal auf das Tab Software. Und wenn man darauf geht, wird ja Express LRS sehr im Detail hier in dem Wiki auch beschrieben. Und wo man zunächst landet, ist tatsächlich dann diese Switch-Konfigurierung, was ich gerade beschrieben habe, diese sogenannten Switch-Configuration-Modes. Da gibt es hier eine Tabelle, mit der fängt das an. Die sagt im Grunde genommen alles aus. Könnte ich Schluss machen? Nein, man muss die jetzt natürlich auch so ein bisschen interpretieren, diese Tabelle. Und was wir hier oben in der Überschrift stehen haben, sind die sogenannten Switch-Modi und was mit den einzelnen Kanälen passiert. Oh, jetzt bin ich auf den Sortieren-Button hier gekommen, was ich gar nicht machen wollte. Müssen wir das mal eben rückgängig machen. Jetzt habe ich gerade, glaube ich, ein bisschen den Faden verloren. Also ich fange nochmal an. In dieser Tabelle sehen wir die Switch-Modi, die da heißen Hybrid, Wide, Full Resolution 8 Channel, Full Resolution 16 Channel mit um den Faktor 2 reduzierter Rate oder auch hier Full Resolution 12 Channel Mixed. Merkwürdige Dinger. Und wir schauen da mal rein. Hier vorne sind noch zwei Spalten in der Tabelle, einmal mit Channel und einmal mit Flight Controller beschriftet. Channel ist klar, also die Kanalnummer von 1 bis 16. Und Flight Controller ist eine Spalte, da steht einfach nur der Name drin, wie diese Kanäle normalerweise bei der Drohnenfliegerei für den Flight Controller bezeichnet werden. Also wir haben hier die Kanäle 1 bis 4 für die Sticks, ganz normal zur Steuerung der Drohne. Und dann geht es los, das hatten wir in einer der letzten Folge schon mal, ab Kanal 5 heißen die Kanäle in der Drohnenfliegerei AUX 1 bis AUX 12. Okay, genau, dann wie gesagt die sogenannten Switch Configuration Modi, also Hybrid, Wide, also vergrößerter Bereich, könnte man sagen. Volle Auflösung 8 Kanal, volle Auflösung 16 Kanäle mit halbierter Rate und volle Auflösung 12 Kanäle in einem sogenannten Mixed-Modus. Gut, das sind die Überschriften. Ganz unten in der Tabelle ist auch nochmal interessant, da steht nämlich die Paketrate. Das ist die Rate, mit der die Pakete durch die Luft vom Sender zum Empfänger übertragen werden. Da gibt es ja auch die verschiedenen Einstellungen bei Express LRS. Es gibt die Modi oder die Paketmodi, die mit einem F anfangen. Das soll so viel heißen wie Fast. Und dann kommt eine Zahl dahinter, also F1000. Das soll so viel heißen wie 1000 Hertz. Also pro Sekunde werden 1000 Pakete durch die Luft geschickt. Oder F500, da werden dann
praktisch in 2 Millisekunden Abstand, also mit 500 Hertz, die Pakete durch die Luft gestützt, schickt. Und das geht dann runter bis 50. Diesen Modus kann man nicht wirklich als Fast jetzt mehr bezeichnen, deswegen fehlt vorne das F. Da werden also im 20 Millisekunden Abstand, also mit 50 Hertz, die Pakete durch die Luft geschickt. Dazwischen gibt es noch andere Varianten, wie zum Beispiel 100 oder 333. Und diese Spalte hier unten sagt einfach aus, ob diese verschiedenen Modi wie Hybrid, White, Full Resolution und so weiter, ob die in oder bei den Paketrateneinstellungen überhaupt verfügbar sind. Also wir sehen das gleich am Sender. Ich kann den Switch-Modus eigentlich unabhängig von der Paketrate einstellen. So ganz unabhängig eben nicht. Manche Switch-Modi gibt es nicht bei allen Paketraten. Vielleicht noch etwas zu der Bezeichnung dieser Paketraten hier. Also die Zahl bedeutet eigentlich immer, mit welcher Frequenz in Hertz die Datenpakete durch die Luft geschickt werden. Es ist die Frage, was ist in diesen Datenpaketen drin und was da drin ist, darüber entscheidet der Switch-Mode. Daran sieht man also schon diese gegenseitige Abhängigkeit. Und dann gibt es auch noch Paketraten, die hier in der Tabelle jetzt direkt nicht auftauchen, aber die sehen wir dann am Sender. Die heißen nicht F500 meinetwegen, sondern die heißen D500. Und dieses D kommt von Diversity oder eigentlich kommt es von Déjà-vu. Das bedeutet, dass die Datenpakete mehrfach, also gleichartige Datenpakete, werden mehrfach durch die Luft übertragen und damit kriegt man dann eine größere Reichweite, also bessere Störsicherheit und damit größere Reichweite zu Lasten der Latenz, weil der Empfänger dann immer warten muss, bis 2 oder 4 Pakete angekommen sind bei ihm. Und wenn die dann gleich sind von ihrem Inhalt her, dann wird daraus auch dann die entsprechende Servoinformation gebastelt. Also der Empfänger muss ein bisschen warten und das ja, vergrößert natürlicherweise dann die Latenzzeit, also die Verzögerung, bis eine Steuerinformation vom Knüppel bis zum Servo oder sagen wir mal besser bis zum Empfänger übertragen worden ist. Gut, okay. Jetzt schauen wir nochmal hier oben in diese Tabelle. Ich hatte ja vorhin gesagt, der Funktionsmodellbauer, der kann sich eigentlich zurücklehnen bei dieser ganzen Geschichte und sagen, der Funktionsmodellbauer möchte ja möglichst viele Kanäle übertragen und da gibt es eigentlich, und das in voller Auflösung, und da gibt es nur einen einzigen Modus bei Express LRS, wo das möglich ist. Das ist dieser Full Resolution 16 Channel mit halbierter Paketrate. Wir schauen uns einfach mal diese Spalte an und sehen, da steht überall dasselbe drin, bei jedem Kanal. Da steht CRSF Extended Limits. Das bedeutet, bei jedem Kanal wird eine proportionale Servoinformation übertragen. CRSF Extended Limits heißt, dass ich ganz normal meine Servo-Info bekomme. Wer das weiß, wie diese Servos angesteuert werden, die bekommen ja ein PWM-Signal, was ungefähr von variiert in seiner Breite ungefähr von einer Millisekunde bis 2 Millisekunden. Also das Servo durchfährt seinen vollen Drehbereich, wenn dieser Servoimpuls von einer Millisekunde sich verändert bis zu 2 Millisekunden. Ganz unten haben wir auch noch mal so ein schönes Bild, wie das ist. Hier steht
drinnen 988 Mikrosekunden bis 2112 Millisekunden. Also über einen dicken Daumen ist das eine Millisekunde bis zwei Millisekunden. Die Servohersteller sind sich auch nicht so ganz einig, was sie als Endposition benutzen, aber so ungefähr passt das. Wer sich schon ein bisschen mehr mit OpenTX oder HDX beschäftigt hat, der weiß, dass es dort auch diese sogenannten Extended Limits gibt. Da kann ich ein Häkchen setzen und dann wird dieser Bereich also in jede Richtung um den Faktor 1,5 vergrößert. Also statt bis 100% geht es dann bis 150% und das entspricht dann 2,2 Millisekunden ungefähr zu der einen Seite oder zu der anderen Seite sind es dann nur noch 0,7 Millisekunden ungefähr. Jetzt ist das allerdings so, dass Express LRS diese Servokanäle nur in Anführungszeichen mit 10 Bit überträgt. Ich markiere das gerade mal hier, weil steht jetzt zufälligerweise hier oder hier steht es auch noch mal. Oder hier. 10 Bit. 10 Bit bedeutet, wir haben 1024 unterscheidbare Positionen und diese 10 Bit sind bezogen auf den Bereich von minus 120% bis plus 120%. Also wenn man so will, könnte man sagen, also der Bereich hier von minus 100% bis plus 100%, den wir normalerweise benutzen, der wird gar nicht komplett mit 10 Bit übertragen, sondern das ist ja nur ein Ausschnitt aus diesen minus 120 bis plus 120%. Gut, aber ich möchte mal denjenigen sehen, der also 1024 Servopositionen unterscheiden kann. Gefühlsmäßig an seinem Servus ist es mehr als genug, also muss man sich jetzt keine Sorgen machen. Was allerdings ein großer Unterschied ist, ist zu den normalen, was halt, nee, also zu den konventionellen RC-Übertragungsverfahren, ist, dass es mit CRSF nicht möglich ist, diese plus 150 bis minus 150% auszuschöpfen. Also selbst wenn wir im Sender Extended Limits setzen und auch bis auf 150% hochdrehen, hört es bei CRSF und dann eben bei ELS auch bei den 120% auf. Das sollte man wissen. Gut. Rücksprung zu unserer Tabelle. Okay, wir haben gesagt, also hier in den 16-Kanälen-Volle Auflösungsmodus haben wir bei allen Kanälen dieses CSF Extended Limits zur Verfügung. Also alle 16 Kanäle werden übertragen. Ganz hier unten haben wir dann nochmal die Paketrate durch die Luft. Da steht, dass dieser Modus nur mit den Paketraten 100 Hertz oder 333 Hertz zur Verfügung steht. Kann man also dann in dem Express LRS Konfigurationsskript auf seinem Sender nur dann auswählen, wenn die Paketrate auf 100 oder 333 Hertz steht. Das bedeutet, bei 100 Hertz gehen also alle 10 Millisekunden die Datenpakete durch die Luft, aber in diesen Datenpaketen finden nur 8 Kanäle Platz mit der vollen Auflösung. Das bedeutet, dass über alle 16 Kanäle gerechnet, im schlimmsten Fall ist also 20 Millisekunden dauert, bis die Information eines Kanales bei dem Servo angekommen ist. Also die durch die Luftrate ist 100 Hertz, bedeutet, dass wir eigentlich eine Kanal-Update-Rate im schlimmsten Fall von, oder ja, eine Latenzzeit im schlimmsten Fall von 20 Millisekunden haben. Im Mittel haben wir also dann 50 Hertz. Also konventionell, wie das immer schon war, 50 Hertz Servo-Update-Rate.
Man kann das höher drehen auf 333 Hertz, haben wir also um den Faktor 3 reduzierte Latenzzeit oder um den Faktor 3 erhöhte Update-Rate bei den Kanälen. Ne, wer das braucht, kann das tun. Okay, das wäre also das, was die Funktionsmodellbauer hier wahrscheinlich gerne benutzen würden. Gut, da könnte ich jetzt Schluss machen, aber wir wollen das andere jetzt ja auch noch verstehen. Wir gehen mal in diese Spalte Hybrid hinein, die erste von diesem Switch-Modus. Da steht bei den ersten vier Kanälen steht Normal Range. Also da steht jetzt nicht CASF Extended Limits, sondern da steht Normal Range. Da haben wir also tatsächlich dann nur die, was heißt nur, also wir haben die Möglichkeit, im Gegensatz zu den Extended Limits, den Bereich von minus 100 bis plus 100% zu übertragen. Nicht minus 120 bis plus 120%. Ja, das ist schon mal hier ein Unterschied. Etwas crazy ist es dann für den Funktionsmodellbauer wahrscheinlich, wenn wir uns die anderen Kanäle angucken. Kanal 5 wird reduziert auf ein einziges Bit. Also nichts mehr mit 10-Bit Übertragung, sondern nur noch ein einziges Bit. Deswegen steht hier 2 Position. Also der Kanal 5 kann nur noch zwischen minus 100% am Empfängerausgang und plus 100% am Empfängerausgang gewissermaßen hin- und her schalten. Also eine binäre Information. Dazu reicht für die Übertragung ein einziges Bit. Das ist natürlich klar. Man macht es deswegen, damit die Datenpakete möglichst klein werden, die man durch die Luft übertragen muss. Also weniger Bits heißt, die Datenpakete werden klein. Und wenn die Datenpakete klein sind, dann kann ich sie öfter übertragen. Das führt dann dazu, dass ich hier bis zu 1000 Datenpakete pro Sekunde übertragen kann. Also für die Drohnen-Racer ist das wichtig, dass die Datenpakete klein sind. Und alles, was unwichtig ist, wird weggelassen bzw. mit reduzierter Auflösung übertragen. Und es hat sich aus der Historie so ergeben, dass man zur Sicherheit bei den Drohnen eben so einen Scharfschaltschalter noch mit eingebaut hat. Die Drohne bleibt also so lange am Boden, solange dieser Schalter nicht aktiviert ist. Und dazu, aus historischen Gründen, ist der Kanal 5 herangezogen worden. Und das ist der sogenannte Arming Channel. Also der schaltet die Drohne scharf, also scharf oder nicht scharf, ein Bit, das reicht aus. Deswegen ist es in diesem Modus so, dass der Kanal 5 hier tatsächlich als ein Bit übertragen wird. Ja, die Kanäle 6, 7, 8 bis 11 werden in diesem Modus als 6 Positionsinformationen übertragen. Das ist, also es heißt jetzt nicht 6 Bit, sondern 6 Positionen. Ne, da kommt man also, 8 Positionen werden 3 Bit, da kommt man also hier mit 3 Bit aus. Und dann steht da auch noch ein RR oben in Klammern dahinter. Das bedeutet, dass diese Kanäle nicht nur eine sehr reduzierte Auflösung haben, sondern sie werden einfach auch nur jedes Ente-Paket übertragen. Also diese Kennzeichnung mit dem RR betrifft jetzt den Kanal 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Also wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kanäle, die mit diesem RR gekennzeichnet werden. Round Robin heißt das. Das heißt, sie werden umeinander übertragen. Also im ersten Paket durch die Luft wird der Kanal 6 übertragen. Im zweiten Paket durch die Luft wird der Kanal 7 übertragen. Bis zum Kanal 12 und dann geht es wieder bei dem Kanal 6 weiter. Das heißt, wir haben für diese Kanäle tatsächlich eine durch die Luftrate, die um den Faktor 7 reduziert ist. Ja, also es geht auch da wieder darum, die Datenpakete möglichst klein zu machen. Wenn wir uns ein Datenpaket angucken, dann ist also im Datenpaket, das durch die Luft geht, der Kanal 1 drin, der Kanal 2 drin, der Kanal 3 drin, der Kanal 4 drin. Ein Bit ist drin für den Kanal 5
und immer abwechselnd einer der Kanäle 6 bis 11, 12, Entschuldigung, 6 bis 12. Also AUX 2 bis 7. Auch 8, habe ich mich schon wieder verzählt. AUX 2 bis 8. Ja. Also, diese, wenn man so will, werden diese AUX 2 bis 8, die werden dann, obwohl man F1000 eingestellt hat als Paketrate durch die Luft, werden die dann nur mit 1000 Siebtel übertragen. Ja, also 100 und ein paar zerdrückte Hertz. Das ist deswegen so, weil man diese, die Drohnenflieger brauchen das halt nicht, dass das mit voller Geschwindigkeit übertragen wird, weil diese Kanäle werden traditionell dazu benutzt, um irgendetwas im Flight Controller umzuschalten. Vielleicht die Stabilisierungseinstellungen, also die für die PID-Controller, die in dem Flight Controller noch drinnen sitzen oder so etwas. Also etwas, was man wirklich nicht so braucht, dass es ganz schnell auch der Umschaltung am Sender folgt. Ja, genau. So ist das Ganze entstanden und dann kann man sagen, sind bei ExpressLRS immer mehr Modi hinzugekommen. Dann haben wir diesen Wide, diesen breiten Modus noch. Da sieht man, dass bis zum Kanal 5 alles gleich bleibt, aber bei ab Kanal 6 bis zum Kanal 8 haben wir es dann wieder anders. Da ist die Auflösung dann dieser zusätzlichen Kanäle mit 64 bzw. 128 Positionen. Das heißt also, das sind dann 6-Bit oder 7-Bit. Und dann auch im Round Robin, also mit, also in jedem durch die Luft übertragenen Paket, wird nur einer von diesen AUX 2 bis AUX 8 nacheinander wie im Abzählreim übertragen mit etwas höherer Auflösung. Deswegen heißt dieser Modus Wide Modus. Dann haben wir noch den Full Resolution 8 Channel Modus. Da sieht man also auch bis zum Kanal 5 hat sich wieder nichts geändert. Und dann bekommen wir nur noch die Kanäle 6, 7, 8 und 9 übertragen. 10 bis 16 werden gar nicht übertragen. Dafür haben wir dann aber bei diesen Kanälen auch die volle Auflösung zur Verfügung. Deswegen heißt das Ding auch Full Resolution, aber eben nur 8 Kanäle. 8 Kanäle, weil es geht zwar hier bis zum Kanal 9, aber der Kanal 5 ist ja so ein, naja, so ein kastrierter Kanal, will ich mal sagen. Da haben wir ja eben nur dieses eine Bit. Genau, und dann geht das hier weiter zu unserem interessanten Modus. Und da ist dann diese Beschränkung für den Kanal 5 aufgehoben. Ja, wir sehen also auch hier bei dem Kanal 5 dann mit der vollen Auflösung hier. Allerdings eben nicht zum Beispiel in dem Racing-Modus F1000 verfügbar und auch alle dann nochmal mit einer um den Faktor 2 reduzierten durch die Luftrate. Ja, und dann gibt es noch hier diesen Full-Resolution 12-Channel-Modus. Da haben wir dann also auch vorne jetzt hier diese Extended Limits im Gegensatz zum Normal Range. Der Kanal 5 fällt wieder zurück in diesen etwas kastrierten Modus mit nur einem Bit und wir haben eben 12 richtige Kanäle, also bis zum Kanal 13. Wie gesagt, der Kanal 5 wird da schon mal herausgerechnet, ne? Weil der ja nicht wirklich dann voll übertragen wird. Okay, also wer sich damit schon mal beschäftigt hat und festgestellt hat, dass er am Servoausgang 5 ein sehr merkwürdiges Verhalten hat, das liegt tatsächlich jetzt daran, dass wir da bis auf diesen einen Modus hier, Full Resolution 16 Channel, tatsächlich nur ein Bit zur Verfügung haben. Okay, das kann man natürlich auch zeigen und das wollen wir ganz kurz mal eben tun. Es ist zwar jetzt schon relativ lang geworden, aber ich will es trotzdem mal eben machen. Ich schalte schon mal den Sender ein und versuche auch mal gleichzeitig hier umzuschalten.
Da sind wir. Kurz bestätigen. So, dann lege ich das nochmal hin, dass man es auch einigermaßen sieht. Und schalte den Empfänger ein. Gucken, wie lange das dauert, dass der sich jetzt hier bindet. Noch blinkt er. Das dauert mir noch recht lange heute. Versuchen wir es nochmal. Okay, wir lassen den einfach mal blinken. Ich erläutere nochmal, was das hier soll. Mit dem S-Bus-Decoder, wer vielleicht die letzten Folgen noch nicht gesehen hat, der Empfänger, der ist jetzt so eingestellt, dass er, das ist ein PWM-Empfänger, der hat normalerweise Anschlussmöglichkeiten für vier Servos. Ist jetzt allerdings tatsächlich so eingestellt, dass er an dem Ausgang Nummer 2 ein serielles Signal ausgibt und dort ist eingestellt S-Bus-Signal und das geht in diesen S-Bus-Decoder hinein, damit ich alle 16 Kanäle kontrollieren kann, ob tatsächlich etwas kommt. Denn selbst auch bei diesem PWM-Empfänger habe ich ja direkt eingebaut, auch nur die Kanäle 1 bis 8. Deswegen habe ich das jetzt nochmal so gemacht. Mittlerweile ist er gebunden. Und ich habe hier das Servo auf Kanal 1 angeschlossen. Und wir sehen, es funktioniert. Das war jetzt auch kein großes Wunder. Wir gucken uns ganz kurz mal die Modellkonfiguration an. Und ich gehe mal hier. Nein, da wollte ich nicht hin, da habe ich daneben gedrückt. Da wollte ich hin. Ich habe für die Kanäle 1 bis, interessant ist ja dann nur bis zum Kanal 11. Danach ist dann eh alles, entweder haben wir da nichts mehr oder es ist dann das Gleiche. Bei den Kanälen 12 bis 16 habe ich überall jetzt mal den Knüppel hier eingetragen. Okay. Jetzt schauen wir zunächst einmal uns an, welcher Switch-Modus denn da überhaupt eingestellt ist. Gut, wir sehen das hier oben. Da haben wir einmal mal durch die Luft-Update-Rate. Also ich habe jetzt hier eingestellt 333 Hertz. Und als Switch-Mode ist tatsächlich jetzt unser Funktionsmodellbauer-Mode 16 Kanäle mit halber Rate. Also es werden tatsächlich 16 Kanäle übertragen. Ich gehe mal hier auf den Kanal 11. Das ist der letzte, den ich konfiguriert habe. Und funktioniert auch. Perfekt. Ja, jetzt kann ich mal gucken, was erstmal hier ach so, eine Sache sollte ich vielleicht noch sagen. Hier oben blinkt es nämlich jetzt ganz kräftig. Wenn ich den Knüppel nach rechts bewege, dann steht hier armed. Wenn ich den Knüppel nach links bewege, dann hört das hier auf zu blinken. Das ist etwas, was ich persönlich nicht besonders schön finde, weil eigentlich bei diesem Modus, wie wir eben an der Tabelle ja gesehen haben, ist ja die Funktion des Kanals 5 als Arming Channel, als zwei Positionen, also ein Bit-Kanal, nicht mehr eigentlich gegeben. Die meisten Drohnenflieger benutzen den Kanal 5 aber immer als Arming Channel und deswegen wird tatsächlich dieser Kanal vom Empfänger auch tatsächlich immer noch als Armierungskanal ausgewertet. Also positive Werte ist es dann scharf geschaltet, armiert. Negative Werte, man sieht es, es blinkt jetzt nicht mehr, ist dann nicht scharf geschaltet. Ja. Ist für diesen Modus eigentlich irreführend, würde ich sagen. Okay, dann schauen wir noch mal, was wir hier an Paketraten haben. Gehen einfach mal das durch. Also F1000, F500, D500, D250. Das sind also hier diese sogenannten Fast Modi und dann diese
Déjà-vu-Modi, also wo dann zwei Pakete bzw. vier Pakete übertragen werden. Genau, und dann haben wir hier diese 333 Hertz, 250 Hertz, 150 Hertz, 100 Hertz bis runter zu 50 Hertz. Ich lasse es jetzt mal auf den 333 Hertz stehen, wie es eben war. Okay, und dann gucken wir hier, was wir an Switch-Modi zur Verfügung haben. Da haben wir diesen 8-Kanal-Modus, also volle Auflösung 8-Kanal, volle Auflösung 16-Kanal mit halber Rate und diesen Mixed-Modus. Ja, man sieht also, hier sind dieses Hybrid oder dieses White kommt hier gar nicht vor. Dann stelle ich hier oben zum Beispiel mal um auf Fast-Modus 1000 und dann wechselt er hier sofort auf Hybrid in dem Switch-Modus, weil es diesen 16-Kanal-Möglichkeit für dieses Fast 1000 überhaupt gar nicht gibt. Okay, ich könnte natürlich auch hier White einstellen, aber das lässt er nicht zu, denn solange der Empfänger gebunden ist, kann ich das nicht umstellen. Ich spare mir das jetzt auch, ich lasse das jetzt auf dem Hybrid stehen, aber wir gucken mal, was denn jetzt mit unserem Kanal 5 hier los ist. Ups, jetzt hat sich hier die was ein bisschen verschoben, Kanal 5. Haben wir hier. Und jetzt müssen wir darauf achten, was das Servo macht und was passiert, wenn ich jetzt hier bewege. Es passiert nämlich gar nichts. Und wenn ich den rüber bewege, geht er in die andere Extremposition. Daran sehen wir also, na, das ist nur ein einziges Bit, was hier übertragen wird. Und der Ausgangswert des Kanals läuft von einer Extremposition zur anderen Extremposition. So was Ähnliches sehen wir dann bei den anderen Kanälen. Also ich gehe mal auf Kanal Nummer 6. So ein bisschen drauf achten. Das Servo macht jetzt, also fährt insgesamt nur sechs Positionen an. Also wir haben jetzt die eine Extremposition. Jetzt flippt der rüber. Das ist die zweite, die dritte. Ja, dann haben wir diese sechs Positionen. Drei Positionen zur einen Seite. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei zur anderen Seite. Na, daran kann man das feststellen für diesen Hybrid-Modus. Was wir natürlich jetzt nicht feststellen können, ist, dass das viel langsamer durch die Luft übertragen wird. Immer noch sehr schnell, ne? Also 1000 durch 7, etwas mehr als 100 Mal pro Sekunde, aber im Gegensatz zu den anderen Stick-Werten natürlich dann schon wesentlich langsamer. Gut, das trifft jetzt auch für die Kanäle 7, 8, 9, 10, 11 und 12 zu. Okay, genau, das war jetzt relativ viel in einer Folge. Es sind ja fast 40 Minuten. Also diejenigen, die jetzt noch dran geblieben sind, denjenigen, besser gesagt, denen danke ich fürs Zuschauen. Und wenn Fragen sind, wie immer, einfach fragen. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.